Ein auch sehr wichtiges Produkt bei uns sind die Akkordeons. In verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir zwei stehen. Das sind zwei Modelle ohne Cassotto. Hier einmal eine dreichörige und einmal eine vierchörige. Die Sinova-Modelle, wie wir sie bezeichnen, Alpengold Sinova, sind mit Standardbass, wie hier, mit Bassregister oder ohne Bassregister mit Helikon-Bass erhältlich. Von den Größen her haben wir hier zwei Typen, einmal die etwas kompaktere Version mit 34 Diskanttasten und die etwas größere Version mit 38 Diskanttasten. Beide Instrumente sind ab 72 Bässe über 96 bis hin 120 Bässe hin erhältlich. Hier dieses Modell in Makassa stellen wir auch jetzt vor mit Helikon-Bass. So, und anschließend noch die etwas größere Version, die 496M, der Klassiker und den Akkordeons schlechthin, mit Standardbass, hier auch eine Klangprobe. Ja, das Akkordeon ist für die Firma Alpengold ganz wichtig, wie wir schon eingangs erwähnt haben auch. Der Günther hat uns vorher die Akkordeons ohne Cassotto präsentiert und ich darf jetzt die Cassotto-Instrumente präsentieren. Wir haben da grundsätzlich zwei Serien, einmal die Alpengold Sinova-Serie, die was, so wie ihr es aus unserer Webseite entnehmen könnt, von dreichörig 96 Bass, die kompakte Tradition mit 34 Tasten und im 40 cm Gehäuse bis rauf einfach, also mit 38, mit 42 Tasten, 3, 4, 5-körig die Modelle in allen Varianten erhältlich. Ich habe jetzt da mal zwei herausgenommen, weil natürlich alles kann man nicht auf einmal präsentieren. Ich habe da einmal die 496 Cassotto klassisch, dreichöriges Tremolo mit tiefer Oktave und mit einem festen Helikon. Wir haben dazu eine nette Klangpräsentation. Dann habe ich da noch eine 420, so wie es im Volksmund heißt, der Grosse, 42 Tasten, beginnend beim tiefen E, das ist auch den meisten sehr wichtig, und mit einem klassischen Standardbass mit drei Bassregister und einem Mute-Register. Mute deswegen, weil sehr gerne oft der MIDI eingebaut wird und die Spieler oft einmal dann den Bass muten, weil sie dann weniger Luftverbrauch haben. Wie gesagt, MIDI bauen wir auch bei uns im Haus selber ein. Das ist immer wichtig, der Einbau ist auch ganz wichtig beim MIDI. Da muss man das Instrument mechanisch sehr gut kennen. Und dann hat man beim Einbau das geschafft, dass einfach das dann ein langlebiges, problemloses Spielen ist. Wir dürfen auch da noch von dieser 420 CM in indischer Apfelmatt mit einem Altsilber eine Klangprobe präsentieren. Musik